Ja, hier sehen wir die Ausgeburt der aktuellen Umweltdiskussion und damit herzlich willkommen bei Ubi Tested. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Heute für euch, wie wir sehen können, geht es um einen BMW, aber nicht um irgendeinen. Das verrät tatsächlich schon das E hier unten. Und zwar geht es nämlich um ein elektrifiziertes Fahrzeug, in dem Fall um den neuen BMW 530e E-Performance. Genau, wir sehen auch schon hier die ersten Änderungen des BMW 530e, und zwar die blauen Nierenstrebe, die sich hier in der Mitte befinden. Das ist übrigens ein aktives Lüftungsgitter, das heißt, es öffnet und schließt sich, je nachdem, wie der Motor es braucht, aerodynamisch zum Heizen oder zum Kühlen, je nachdem. So wird es funktioniert. Dort ganz unten und unterm Kennzeichen sehen wir den Radarsensor für unseren Abstandsregeltempomaten, aber wir wollen hier jetzt nicht genau explizit so auf alle Details eingehen, denn der 530e ist und bleibt ein normaler 5er offiziell. Ein paar optische Details, wie wir jetzt eben gerade gesehen haben, und die schauen wir uns auch nochmal an, heben den 530e dann tatsächlich zum Hybridmodell ab, und zwar genau geht es um einen Plug-in-Hybrid-Modell. Plug-in-Hybrid bedeutet, wir haben die Möglichkeit, unseren Akku hier aktiv zu laden, und zwar hier an der Steckdose am vorderen linken Kotflügel. Gemein. Genau, hier sehen wir es. Das Ganze ist dann ein Typ 2 Stecker, der sich dann dahinter befindet. Ja. Also wer ein Typ 2 Ladekabel hat, BMW liefert dieses nicht mit, das kostet knapp 300 Euro. Persönlich eine absolute Frechheit in meinen Augen, denn wir haben hier schließlich ein Fahrzeug im Wert von gut 70.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen, was so ein Teil mittlerweile kostet. Aber ja, genau, hier sehen wir dann solche Geschichten. Ja, am Heck bekommt es hier hinten an der EC-Säule bekommt es dann einen E-Drive-Schriftzug. Zusätzlich am Heck erkennen wir unseren Hybriden überhaupt nicht. Hier unterscheidet er sich in keiner Weise zum 530i beispielsweise, sondern wir haben hier auch ganz normal zwei getrennte Auspuffendrohre wie ein 520D oder ähnliches. Lediglich hier unser Typschild 530e enttarnt das ganze Fahrzeug. Und ja, ansonsten, was steckt unter der Haube? Unter der Haube haben wir einen 2 Liter Vierzylinder von BMW mit 184 PS, also die untere Ausbaustufe, gekoppelt dann an einen E-Motor, der mit der Batterie, die dabei ist, eine Reichweite schafft, rein elektrisch, von rund 30 Kilometern. In der Praxis habe ich das Ganze natürlich auch getestet. Wir kommen hier rund, ja, gut 20 Kilometer weit bei normaler Fahrweise im Alltagsbetrieb. Man muss allerdings auch gleich sagen, man sollte diesen Akku definitiv an einer Ladesäule oder zu Hause an einer Steckdose auf alle Fälle laden, denn ansonsten passiert es, wie bei vielen anderen Fahrzeugen nun mal auch, dass dieser Akku und zwar durch den Verbrennungsmotor geladen wird, und dies führt dann tatsächlich zu exorbitant hohen Verbräuchen, so etwa wie bei mir gefahren mit 8 Litern, weil sehr, sehr viel nachgeladen wurde. Wer den Akku komplett lädt beispielsweise, der kann Werte mit einer 5 vor dem Komma durchaus schaffen, aber wie gesagt, wir müssen hier definitiv davon darüber reden, dass dies nur möglich ist, wenn der Akku wirklich zu Hause an einer Ladesäule oder Steckdose aufgeladen wird. Ja. Ansonsten, das Hybridsystem arbeitet natürlich sehr, sehr schön und angenehm. Es gibt verschiedene Fahrmodi, wie man sich das Ganze natürlich vorstellt. Steigen wir mal kurz ein, schauen uns das Ganze mal ein wenig an. Ich mache die Tür noch zu. So. Das heißt, so sieht das Ganze dann aus. Wir springen an. Genau, da sind wir auch schon. Das ist übrigens unser voll digitales Display, kostet natürlich Aufpreis, ganz klar.
wie hier so vieles. Ebenfalls das große Navigationssystem, das ist mittlerweile aber Serie von BMW, gibt es jetzt hier auch mit Touch-Funktion. Ganz tolle Geschichte. Naja, ich persönlich finde es jetzt nicht so gut. Optional kann man noch Gestensteuerung ordern, was eine Spielerei ist, aber gut. Nichtsdestotrotz, ansonsten bietet BMW hier wirklich die Bandbreite von allen möglichen. Wir haben hier auch das Wireless Charging fürs Smartphone verbaut. Eine 4-Zonen-Klimaautomatik ist verbaut. Ja, und ansonsten jede Menge Spielereien, was wir uns sonst noch hier ins Fahrzeug geholt haben oder respektive in diesen Mietwagen, wohlgemerkt, der Firma Sixt, von dem ich den geliehen habe. Hier das Fahrwerkeinstellungsprogramm mit Sport, Komfort, Eco Pro und was man hier recht schlicht sieht, ist Adaptive, also eine vorausschauende Dämpferkontrolle. Hier können wir unseren E-Modus durchschalten, hier können wir das Parken einschalten, den Parkassistenten können wir aktivieren, wir haben eine 360-Grad-Kamera und hier das übliche Bedienfeld für den iDrive-Controller. Ja, ansonsten, wie verhält sich denn unser Fahrzeug? Das sollten wir natürlich jetzt nochmal ganz kurz festhalten, denn darum geht es ja schließlich. Ja, also er ist wirklich sehr, sehr angenehm zu fahren, weil der Vierzylinder sehr ruhig arbeitet. Einzig im manuellen Modus arbeitet er sehr, sehr rau, komischerweise. Ist jetzt nicht erschließbar, warum, weshalb. Nichtsdestotrotz, er macht wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Effizienz, ja, wie gesagt, 8 Liter seht ihr hier auf der Anzeige stehen. Für meine Begriffe zu viel, wenn man tatsächlich mit einem leeren Akku fährt, denn da müsste es eine Möglichkeit geben, das Ganze komplett zu deaktivieren, dass ich nur mit dem Verbrenner fahre, was aber nicht der Fall ist. Er versucht immer wieder diesen diesen Akku mit dem Verbrenner zu laden, was dann tatsächlich dazu führt, dass wir einen sehr, sehr hohen Verbrauch haben. Ja, das war so der erste Eindruck und der kurze Eindruck zum 530e. Jetzt geht es natürlich weiter mit dem Kopfbandvideo. Und damit bedanke ich mich schon, wünsche viel Spaß, wem es gefallen hat, gerne Daumen da lassen, ansonsten auch gerne ein Abo und wer mich mag, der darf gerne auch weiterschauen bei den nächsten Videos. Tschüss, bis dann, der Ubi.